Für alle, die das Foto vom Herrn Diplom-Ingenieur Schmerold gesehen haben oder ihn kennen, werden sich jetzt wundern, dass er nicht hier ist. Heute in der Früh ist genau das passiert, was einem bei einem Vortrag gerne passiert, nämlich dass jemand anruft und sagt, dein Sprecher ist krank geworden. Aber der ÖMTC, und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken, hat dann gesagt, wir haben nicht nur einen Spezialisten auf dem Gebiet, sondern wir haben mehrere und wir haben auch schon einen Ersatz organisiert und mir ist dann ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich euch nicht verständigen musste und sagen, dass heute leider nichts ist, weil so kurzfristig hätten wir sicher nicht ein anderes Thema bringen können. Und so haben wir den Herrn Wiesinger hier, der Abdel, Direktor für Consumer and Member Interests ist. Wenn ich die Visitenkarte umdrehe, steht Bereichsleiter Konsumentenschutz und Mitgliederinteressen darauf. Und man hat mir versichert, er ist Spezialist auf dem Gebiet, vielleicht sogar ein besserer als sein Chef, weil er sozusagen dieses Thema ja auch sehr hauptamtlich treibt. Das heißt, vielleicht ist es sogar besser, dass wir heute den Herrn Wiesinger bekommen haben. Und ich möchte mich ganz herzlich auch fürs Einspringen bedanken. Dankeschön. Wenn man den ganzen Tag in einem klimatisierten Büro sitzt, dann unterschätzt man das bewölkte Wetter durchaus manchmal. Das ist mir heute so passiert, also ich hoffe, es geht auch so. Nun zum Thema Connected Mobility möchte ich Ihnen heute die zwei Aspekte sozusagen näher bringen, die Herr Schmerold Ihnen näher bringen wollte. Er ist derzeit leider im Krankenhaus, aber keine Angst, alles am Weg der Besserung. Er soll am Donnerstag wieder da sein und ich hoffe, ihn hier würdig vertreten zu können. Nun, Connected Mobility, Autofahren und digitalisierte Welt, das ist derzeit ein sehr, sehr aktuelles Thema. Automatisiertes Fahren. Der erste Aspekt, den ich hier beleuchten möchte, ist in vielen Medienberichten derzeit ein sehr heiß diskutiertes Thema. Und der zweite Aspekt, wie schaut es eigentlich aus mit den Daten, die ein Fahrzeug so produziert und auch liefert? Das ist dann ein weiterer Aspekt, mit dem wir uns sehr intensiv auseinandersetzen. Das wäre der zweite Teil, den ich Ihnen näher bringen möchte. Nun, Assistenzsysteme sind ja nicht wirklich was Neues. Ja, in den Fahrzeugen heute sind ABS-Systeme, ESP-Systeme, teilweise Notbremsassistenten und so weiter verbaut. Also durchaus schon Hilfsmittel, die Ansätze dafür bieten, ein Gefühl oder eine Idee von autonomen Fahren zu bekommen. Es ist tendenziell so, dass Hilfssysteme immer mehr Aufgaben übernehmen, sei es jetzt beim Einparken, sei es aber auch ganz einfach, um Kollisionen zu verhindern. Zu dem Bild, das medial gern gebracht wird, zum vollautomatisierten Fahren oder autonomen Fahren, Autonomous Driving, ist es aber noch ein weiter Weg. Das ist die erste Botschaft, die ich Ihnen vermitteln möchte. Es ist ein wunderbares mediales Bild, das gerne vermittelt wird. Google hat das auch sicherlich marketingmäßig genial gemacht. Wenn man ein bisschen hinter die Kulissen schaut, sieht man, dass es durchaus noch ein weiter Weg bis dorthin ist. Auf diesem Weg sind beispielsweise auch ethische Fragen durchaus zu klären und noch offen. Beliebt ist immer das sogenannte OMI-Dilemma, das heißt, was macht mein wunderbares automatisiertes fahrendes Fahrzeug, wenn es erkennt, dass es eine Kollision nicht mehr vermeiden kann, hat auf der einen Seite eine Gruppe von Pensionisten, auf der anderen Seite eine Gruppe von Kindern. Wofür entscheidet es sich, wo fährt es hin? Was ich damit andeuten möchte, ist, diese Frage ist derzeit rechtlich nicht zu lösen. Was ich damit andeuten möchte, dass man natürlich auf diese Fragen stößt und wenn es auch nur ein ganz, ganz unwahrscheinlicher Fall ist, der eintreten kann, irgendwann werde ich zumindest das diskutieren müssen, ob hier das Fahrzeug auch moralische Entscheidungen trifft, ethische Entscheidungen trifft. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der in der Diskussion eine Rolle spielt.
Wie gesagt, in der Berichterstattung wird gerne das Bild des völlig autonom fahrenden Fahrzeuges projiziert. Unserer Meinung nach wäre es angebracht, hier eher eine Stufenentwicklung zu sehen, in der wir uns mittendrin befinden. Generell spricht man in dem Bereich von 5 Stufen des automatisierten Fahrens. Wir befinden uns derzeit in den meisten Fahrzeugen wahrscheinlich in der Stufe 1, also der Fahrer führt dauerhaft Längs- oder Querführung aus und Systeme assistieren. In der Stufe 2 muss der Fahrer die Systeme, in der Stufe 2 muss der Fahrer zumindest die Systeme dauerhaft überwachen. Ich werde später noch im Detail darauf kommen, welche Situationen hier genau gemeint sind, aber es ist nicht in allzu weiter Ferne, das werden wir bald sehen, dass Sie beispielsweise bei Autobahnfahrten sich wahrscheinlich entweder an einen Vordermann anklinken und mit dem dorthin fahren oder das eingeben, und ein Fahrzeug führt Sie in dieser Situation durchaus weite Strecken, also von Wien nach Salzburg zu fahren, wird in einigen Jahren unter keinen oder ganz wenigen Eingriffen möglich sein. Die Stufe 3, das hochautomatisierte Fahren, das ist jetzt wirklich die Situation, die man sich schon vorstellt, wo man endlich wieder Zeit hat, hier, was ja gerade verboten wurde, SMS zu checken, E-Mails zu checken, andere Tätigkeiten aufzunehmen. Sie müssen aber trotzdem in der Lage sein, innerhalb relativ kurzer Zeit potenziell bei Auftreten von Gefahr hier die Herrschaft über das Fahrzeug wieder zu übernehmen. In der Stufe 4, da sind wir dann schon sehr weit. Hier ist in spezifischen Anwendungsfällen kein Fahrer mehr erforderlich. Also da fahren Sie wirklich beispielsweise eine Autobahnstrecke, lassen Sie das Fahrzeug fahren und kümmern sich um andere Dinge, da können Sie dann auch schlafen oder Zeitung lesen oder sonst was und müssen nicht fähig sein innerhalb von 10 Sekunden, das ist nämlich bei der Stufe 3 der Fall, so wie es derzeit diskutiert wird, hier wieder die Kontrolle über das Fahrzeug zu übernehmen. Und die Stufe 5, das Google Car, vollautomatisiertes Fahren, hier ist wirklich der, würde man schon fast sagen, humanoide Roboter im Einsatz. Ja, wie gesagt, die Grenzen zwischen diesen Stufen sind natürlich fließend. Stufe 1 und 2 sind bereits in Serie erhältlich. Die Stufe 2 in einigen Fahrzeugen erst seit kurzem. Der technologische Sprung vom teilautomatisierten zum hochautomatisierten Fahren ist aber trotzdem noch ein sehr, sehr weiter und liegt aus unserer Einschätzung her ferner in der Zukunft, als das gemeinhin vermittelt wird. Entschuldigung, was verstehen Sie unter Längs- und Querführung? Ich habe zwar eine Vorstellung davon, aber der Begriff ist... Ich komme da noch hin. Ja. Längsführung ist, wenn Sie quasi auf einer Spur sich befinden, bremsen und beschleunigen, aber dem Fahrzeug überlassen. Also es gibt... Ja. Das ist Längsführung. Querführung ist dann, wenn Sie Lenkungsaufgaben auch dem Fahrzeug überlassen. Ich komme dann aber in einem Detail hin, beispielsweise Überholvorgänge. Ja, wie schon gesagt, die Begrifflichkeiten werden hier medial oft vermischt. Das kann beim Konsumenten unterschiedliche Erwartungshaltungen schaffen, nämlich sehr hohe Erwartungshaltungen schaffen. Die Stufe 3 in Serienfahrzeugen erwarten wir bis 2020, aus unserer Einschätzung nach. Wir sind hier nicht der Anwalt der Autoindustrie, auch nicht ihr Verteidiger oder ihr Fürsprecher, sondern einfach von der Einschätzung her, was sich unsere Techniker anschauen. Wir haben doch ab und an die Gelegenheit dazu, um hier einen Einblick zu bekommen, wohin die Reise geht. Prognosen für die Stufen 4 und 5 sind aus unserer Sicht heute nicht wirklich möglich, wenn man so weit sein wird, vor allem wenn man hier auch an den urbanen Raum denkt. Das heißt, was meine ich damit?
über Landfahrten auf der Autobahn und so weiter, da sind die Manöver und das automatisierte Fahren relativ simpel handhabbar und auch sozusagen technisch beherrschbar. Eine komplizierte Kreuzungssituation, wir sind selber in der Nähe beispielsweise vom Schwarzenbergplatz, ist was ganz was anderes von der Herausforderung her. Wobei hier die Komplexität, das muss man so sagen, in den letzten Jahren auch eher gestiegen ist, als dass diese abgenommen hätte. Ja, das assistierte Fahren, einige werden das kennen, Adaptive Cruise Control, also ein Abstandshalter, beziehungsweise gibt das Fahrzeug auch eigenständig wiederum Gas, wenn der Vordermann sich entfernt, also wenn der Abstand zu weit wird. Es gibt die Einparkassistenten oder einfach Spurhalteassistenten, das sind so Beispiele dafür. Teilautomatisiertes Fahren, hier am eingängigsten ist der Stauassistent als Beispiel. Hier ist es durchaus oder wird es in Zukunft möglich sein, dass das Fahrzeug nicht nur den Abstand, also wirklich das sozusagen Abstand halten zum Vordermann, beschleunigen, bremsen übernimmt, sondern auch Spurwechsel, aber natürlich in sehr geringem Tempo. Entschuldigung, ja? Ich muss wieder eine Frage stellen. Das ist die Querführung. Mensch-Maschinen-Interface, mit dem man hier arbeitet im Auto, sich auch entsprechend wandeln wird müssen. Da werde ich mir vorstellen, dass ich auf einer Spur auf der Autobahn fahre und ich fahre schneller als die Fahrzeuge vor mir, dann wird das System irgendwann einmal schlicht und einfach nicht abbremsen, aus Sicherheitsgründen. Ich muss ihm aber sagen können, dass ich überholen will. Das wird sich auf jeden Fall wandeln müssen. Hier ist es so, dass Sie die Limitation höchstwahrscheinlich in den Systemen bei den zulässigen Höchstgeschwindigkeiten haben werden. Weil Ihr Fahrzeug wird darauf eingestellt werden, dass Sie beim Überholvergang auch auf der Autobahn die 130 nicht überschreiten. Jeder, der ab und an auf der Autobahn fährt und auch den Verkehr dort kennt, weiß, dass das nicht immer der Realität entspricht. Das sind Fragen, die sind bisher wenig diskutiert, auf jeden Fall nicht gelöst. Ja. Ja, auch Spurwechsel muss ich bekannt geben. Also aber es ist denkbar, wenn jetzt der vor Ihnen auf der Autobahn 90 fährt, dass das Auto das erkennt, Sie sind jetzt also noch schön in der Geschwindigkeit, wo Sie den auch problemlos überholen können und dann schlicht und einfach den Überholvorgang überweicht. Also schaut, ob ein nachfolgendes Fahrzeug irgendwie ein Problem ist, dass ich eine Lücke habe, um diese Überholvorgänge zu machen. Wenn Sie 125 fahren und er Ihnen 130, da kommen Sie dann also wenn Sie, 130 fahren, der vor Ihnen 125, wird das eher ein Thema sein. Und da kommt es dann auf die Einstellung an, ob das Fahrzeug diesen Überholvorgang einleitet oder nicht. Auf der Autobahn ja, ich gehe davon aus, im Gegenverkehrsbereich nein, was der STVO nicht entsprechen würde. Für Stufe 3, 4 und 5 noch einmal gibt es derzeit keine wirklichen Beispiele, die man präsentieren kann. Auch das Google Car fährt nur in bestimmten Bereichen und auf bestimmten Strecken. Daher, ich habe es vorhin schon gesagt, ein aus unserer Sicht durchaus auch eine Maßnahme, wie soll ich sagen, mit der man gut Marketing betrieben hat, aber die noch etwas weit ist, weit von der Realisierung entfernt ist. Ein paar Beispiele vielleicht. Ein kurzes Beispiel von BMW. Hier wurde das automatisierte Einparken präsentiert auf der Consumer Electronic Messe letztes Jahr in Las Vegas. Haben wir jetzt einen Ton? Bisschen. Auch hier das Auto bewegt sich sehr, sehr langsam. Würde ein Fahrer drinnen sitzen, ginge das sicherlich schneller.
Wir sind auf der anderen Seite aber nicht so weit entfernt, dass sie in bestimmten Parkhäusern in naher Zukunft einfach aussteigen unten und das Fahrzeug sich dann selbst einen Platz suchen lassen. Also das ist sicherlich eine Anwendung, die es... sicherlich eine Anwendung, die es in den ab 2020 geben wird. Ob man dafür dann, das ist wieder eine nächste Frage, ob ich dafür eine spezielle Infrastruktur brauche, das heißt auch, dass Parkhaus ein besonderes sein muss, würden wir in der ersten Phase eher bejahen. Also wir glauben nicht, dass das überall, so wie wir jetzt die Infrastrukturvoraussetzungen haben, möglich ist. Ja, ein nächstes Thema, auch ein Beispiel, ist Volvo. Die sind hier auch sehr, sehr aktiv, haben Teststrecken in Schweden. Göteborg ist hier erwähnt, beziehungsweise London, wo hier einzelne Features getestet werden. In 2017, Volvo Cars will put 100 self-driving cars on the streets of Gothenburg in Sweden. With real customers in the driver's seat. The unique Drive Me project is a part of Volvo Cars' journey towards a crash-free future. Volvo has now designed a complete system solution. Multiple radars, cameras, a laser, and ultrasonic sensors monitor the complete 360 view of the surroundings. A network of computers processes the information, high-performance GPS, and a cloud-based 3D digital map, continuously updated with real-time changes in the traffic environment. If anything fails, there is a backup solution, just like in an aeroplane. This includes vital components, such as computers, sensors, steering, and brakes. On the road, the car is able to handle even the most complicated scenarios. The technology is so reliable that the driver can focus on something else without having to pay attention to the traffic. Just like good drivers, potentially critical situations are approached with sensible caution. And in an emergency, the car reacts faster than most humans. When autonomous driving is no longer available due to exceptional weather situations, technical malfunction, or reaching the end of the route, the driver is prompted to take over again. If the driver doesn't take over in time, the car will bring itself to a safe stop. With the Drive Me project, Volvo enters uncharted territory in the field of self-driving cars. Taking the final step to driving safely in real traffic with ordinary people behind the wheel has never been done before. And for drivers, the everyday commute transforms from lost time to quality time, open for work or pleasure. The choice is entirely yours. Ja, fahren wird langweilig, vielleicht ist das so. Dennoch sind wir hier eigentlich in der Stufe, im Bau, den ich Ihnen vorher gezeigt habe, erst in der Stufe 3. Das heißt, der Fahrer sollte doch innerhalb kurzer Zeit in der Lage sein, hier wiederum die Herrschaft über das Fahrzeug zu übernehmen. Ist noch keine Stufe 4, wo er das wirklich lassen kann. Und wie gesagt, Volvo testet das in zwei Strecken auf Autobahnen, sehr limitierten, einmal glaube ich sind es 80 Kilometer und einmal, was war das, 60 Kilometer, die man sich getraut, hier so zu fahren. Da sehen Sie auch sozusagen, dass es, ja, es funktioniert, ja, in gewissen Anwendungsfällen, aber wir sind doch noch aus unserer Sicht einige Schritte davon entfernt, dass das immer und überall wirklich Systeme sind, die einen sicher durch das Land bringen. Der Tesla Autopilot, ein sehr interessantes Beispiel auch.
Vor allem deswegen, weil Tesla diese Funktion erst in einem Software-Update aktiviert hat. Beim Verkauf der Fahrzeuge das gar nicht angegeben hat. Sie haben zwar die Hardware eingebaut, also die Sensoren und so weiter eingebaut und haben dann, das war vor wenigen Monaten, in einem Software-Update sozusagen hier diese Assistenzfunktionen freigeschaltet. Warum erwähne ich das? Diese Art, ein Auto zu bauen, hat damals die Hersteller eigentlich weltweit aufgerüttelt, weil so weit, also in dieser Form, noch kaum einer Fahrzeuge gedacht hat. Sie haben bei Fahrzeugen Entwicklungszyklen, die sind im Vergleich jetzt zur digitalen Welt unendlich lange. Ja, sie haben Entwicklungszyklen von 5, 6, manchmal auch 7 oder 8 Jahre. Das ist natürlich im Vergleich zu Software, die heute, was sind übliche Entwicklungszyklen, 3 Monate, 6 Monate, immer wieder abgedatet wird, da sind Welten dazwischen. Das hatte auch zur Folge, dass die Elektronik, die bisher in Fahrzeugen verbaut ist, eigentlich immer ein sehr alter Stand ist. Sieht man dann teilweise bei Sicherheitsfeatures, wie unsere Kollegen vom ADAC erst kürzlich nachweisen konnten, die relativ leicht zu knacken sind, weil das auf einem Stand ist, ungefähr um 2010, 2011 herum, selbst wenn es neue Fahrzeuge sind. Aber auch hier, also ich zeige jetzt das Video nicht, weil jetzt glaube ich, sonst wird es zum Videovortrag, finden Sie im Netz durchaus Beispiele, wo das Fahrzeug, wenn es nämlich im wirklichen Einsatz ist, durchaus auch Unfälle verursachen würde. Das finden Sie auf YouTube. Daran sieht man, dass die Technologie zwar schon ansatzweise da ist, aber noch nicht ausgereift genug, dass Sie jetzt wirklich sagen können, wunderbar, ich lasse mich fahren und lese ein Buch nebenher oder schaue in der Zeitung, weil Sie diese Zeit wahrscheinlich nicht mehr haben zu reagieren, wenn es wirklich eng wird. Ja, Google Car, abgesehen davon, dass die Form natürlich eine sehr witzige und niedliche ist, hier hat man gleich auf Pedale und Lenkrad verzichtet. Aber wie gesagt, gefahren wird das Ding nur auf einigen Strecken und in letzter Zeit wurde auch eine Zusammenarbeit mit Fiat Chrysler verkündet. Das heißt, das Wissen der herkömmlichen Autobauer ist offenbar doch in gewissen Bereichen gefragt. Ja, ich habe das bereits erwähnt. Die automatisierte Längsführung, hier noch einmal im Detail, also das Bremsen, Beschleunigen und so weiter, das ist bereits teilweise in Fahrzeuge eingebaut. Das ist Technologie, die da ist. Die Unterstützung bzw. Übernahme bei der Querführung auch, noch nicht so weit verbreitet. Assistierte Parkvorgänge, auch das gibt es schon, siehe das Demo-Video. Und natürlich diverse Sicherheitsfeatures, tote Winkelassistenten und so weiter. Das sind Features, die bereits am Markt sind und in nächster Zeit am Markt kommen werden. Es ist aber nicht nur die Sicherheit, die das Thema automatisiertes Fahren treibt. Das wird zwar gerne in der Kommunikation nach vorne geschoben, natürlich geht es auch darum, Marktanteile für sich zu halten oder gewinnen. Technologieführer möchte jeder der Hersteller sein, nona. Gleichzeitig befindet sich die Branche, und das ist sicherlich eine große Herausforderung für die etablierten Autohersteller, durchaus im Fokus von den Google, Apple und anderen, die aus einer ganz anderen Ecke kommend auch ein Auge auf diesen Markt geworfen haben. Wobei man ganz offen sagen muss, dass das Interessante natürlich hier die Daten sind, die generiert werden. Und beispielsweise bei Google, das erzählt Ihnen dort auch jeder, ich war selber erst vor 3 Wochen im Silicon Valley und habe mir dort einzelne Entwicklungen vor Ort angesehen. Das sagen die Ihnen auch. Also die wollen, dass die Fahrer Zeit haben, um weiterhin Internet zu nutzen und Anwendungen zu machen, die sie am besten über Google ersurft haben und so weiter. Das steht dort im Fokus. Das Fahren ist für die sozusagen erst zweitrangig. Also die wollen vor allem in Stauzeiten hier
die Zeit, die man hinter dem Bildschirm verbringt, erhöhen, was durchaus ein Motiv ist. Ganz anders die Motivation bei Uber. Hier geht es wirklich um die Reduzierung des Faktors Fahrer. Wenn man sich die Entwicklung anschaut, und mir ist es so gegangen, da habe ich gedacht, warum geht Uber beispielsweise nach Österreich? Ja? Du hast einen Wickel mit der Taxi-Innung, du hast demonstrierende Taxifahrer irgendwie über den Ring, hast mit der Politik Schwierigkeiten in Deutschland in jeder zweiten Stadt. Warum tun die das? Ja, so großartig kann das Geschäft nicht sein, dass sie derzeit hier machen, mit einer App halt hier Fahrleistungen zu vermitteln. In Österreich beispielsweise sind das eben nicht private, sondern das ist ein Gewerbe, das jeder anmelden muss. Das, für UberX, also diesen klassischen Service. Also, es kam sehr deutlich heraus, dass man hier einfach auch in die Zukunft denkt und wirklich an das autonome Fahren denkt. Die sind ähnlich in einem Mindset irgendwo unterwegs wie Google. Die sagen, das vollautomatisierte Fahrzeug wird kommen und es wird dann alleine fahren. Und dann habe ich ja die ganzen Scherereien nicht mehr mit irgendwelchen Fahrern, die sich beschweren, weil sie hier nicht der Innung angehören und so weiter. Also diese rechtlichen Probleme habe ich weg. Es geht nur vorher darum, eine Customer Base aufzubauen. Das heißt, ich will der Erste, der First Mover im Markt sein, der hier entsprechend sich schon Kunden gesichert hat und der hier dann seine Services weiter anbinden will. Also die kommen aus einer ganz anderen Ecke und daher machen auch so, sagen wir es, durchaus prohibitive Märkte, wie sie in Europa vorzufinden sind, für Uber Sinn, dort hineinzugehen. Ja, rechtliches, kurz dazu, einige amerikanische Bundesstaaten erlauben autonomes Fahren bereits. Die Amerikaner tun sich da ein bisschen leichter, weil sie das sogenannte Wiener Übereinkommen über Straßenverkehr nicht unterschrieben haben und daher also bei den Genehmigungen leichter Ausnahmen verteilen können. Derzeit gibt es eine Novelle, erst letzte Woche verkündet vom neuen Verkehrsminister im Parlament, dass die 33. KfG-Novelle, dass hier auch zu Versuchszwecken automatisiertes Fahren erlaubt wird in Österreich. Vielleicht ein kurzer Exkurs, warum ist Österreich interessant? Da könnte man eine Frage stellen, das kann ich überall ausprobieren, warum mache ich es hier? Das hat durchaus eine Berechtigung. Einerseits, nachdem wir Zulieferindustrie haben, die sich natürlich damit auch auseinandersetzen, wenn Sie an Magna denken, beispielsweise in der Steiermark. Aber wir haben vor allem auch Voraussetzungen, die für manche Unternehmen interessant werden. Wir haben Schnee, manchmal noch zumindest. Das ist interessant für alle Spurhaltefragen und so weiter. Also wie funktioniert ein Fahrzeug, wenn eigentlich eine Markierung nicht mehr erkennbar ist? Wie funktioniert es auf eben diesen Untergründen, Eis, Schnee, wo ein anderes Fahren notwendig ist? Und daher bietet Österreich bei einer relativ gut ausgebauten, oder eigentlich relativ bemerkenswert gut ausgebauten Straßeninfrastruktur, die wir haben durch die ASFINAG. Die sind so weit, dass sie hier auch anders beispielsweise als in Deutschland eigentlich alle Strecken aufrüsten können. In einer klimatischen Zone, die interessant ist, weil das könnte ich auch beispielsweise, weiß nicht, in Russland testen, aber da habe ich dann wieder Schwierigkeiten, dass der Rest der Infrastruktur nicht so weit ist. Daher ist Österreich durchaus interessant und wir erwarten, dass hier von Herstellern einiges getestet wird. International wurden hier auch Rechtsgrundlagen in der letzten Zeit geschaffen, um das zu ermöglichen. Was ist der Standpunkt des ÖMTC? Wir begrüßen, wenn es in Zukunft mehr Assistenzsysteme, mehr Unterstützung für Fahrer gibt, im Sinne der Verkehrssicherheit. Natürlich muss man darauf schauen, dass die Dinge leistbar bleiben, weil solche Systeme zumindest natürlich am Anfang immer auch Kostentreiber sind. Was derzeit noch ein wenig diskutiertes Thema ist, dass die Fahrer wirklich Bescheid wissen, was ihr Auto jetzt kann und in welcher Situation es was kann, beziehungsweise wann das Fahrzeug in naher Zukunft erwarten wird, dass man selbst wieder die Kontrolle darüber übernimmt. Das werden sicherlich noch Herausforderungen, das entsprechend den Konsumenten zu kommunizieren.
Die Unterscheidung zwischen den Automatisierungsgraden ist sicherlich ein Thema. Also es geht eher in kurz genommen darum, klarzumachen, dass Google Car noch nicht morgen Realität sein wird. Ein wesentlicher Aspekt ist natürlich auch Sicherheit. Auch, ja. Ja. Siehst du auch, die Assistenz gibt es jetzt schon für Spurhalter. Ja. Können die Assistenzsysteme jetzt schon abschätzen, dass sie die Geschwindigkeit reduzieren müssen, wenn eine Kurve kommt, die eine solche Geschwindigkeit, die das Fahrzeug jetzt hat, gar nicht aushalten würde? Ja, grundsätzlich ja. Ja, tatsächlich. Ja, weil natürlich mitverfolgt wird, wo sie sich befinden. Was wiederum von der Ortung her ein Thema ist, aber natürlich weiß das Fahrzeug, wo sie unterwegs sind. Was deswegen ein Thema ist, weil sie fürs automatisierte Fahren das normale GPS-System mit der Unschärfe, die dieses System eingebaut hat, nicht genügt. Ja? Hier arbeiten beispielsweise, also das war auch ein Thema in Kalifornien, der einzelne Hersteller dran, das mit anderen Systemen zu kombinieren, um hier mehr Exaktheit zu bekommen, weil nicht nur wichtig ist, auf welcher Straße sie sich befinden, in welcher Fahrtrichtung sie sich befinden, sondern vor allem und ganz entscheidend ist, in welcher Spur sie sich gerade befinden. Und das ist eine Exaktheit, die GPS in den allermeisten Fällen derzeit nicht liefert. Oder ausschließlich GPS, Entschuldigung. Reduziert auf der Kurvengeschwindigkeit. Ja, schon, aber er kann es in engen Kurven gar nicht, ist es nicht ausgelegt. Ich habe es gerne live erlebt, also okay. Ich kenne das Tesla-System nicht. Grundsätzlich sind die Systeme dazu in der Lage. Also das so weit ist man schon. Also ich habe das ja, Tesla in dem Fall offenbar noch nicht. Wie war der Hinweis auf Autobahnen? Also ich hoffe, es gibt nicht zu viele Autobahnen, die im Serpentinen-Stil gebaut sind. Aber das ist genau der Unterschied, ja? Dass man sich das nur traut, derzeit für Autobahnenfahrten zu empfehlen. Cybersecurity hatte ich noch. Ja, natürlich wird ein Fahrzeug, das auf diese Weise vernetzt ist, auch ein Angriffsziel für Cyberattacken. Das ist natürlich ein wichtiges Thema. Und wie ich schon gesagt hatte, unsere Kollegen vom ADAC haben erst vor kurzem festgestellt, dass die Fahrzeuge, die derzeit sich am Markt befinden, in dieser Hinsicht eigentlich, eigentlich veraltete Schutzvorkehrungen eingebaut haben, weil sie aus einer technologisch alten Zeit stammen. Rechtliche Rahmenbedingungen müssen natürlich klar sein. Haftung ist natürlich auch ein wichtiges Thema, wobei man hier, das ist zumindest unsere Erwartungshaltung, Versicherungsunternehmen, Autoindustrie gemeinsam in absehbarer Zukunft wahrscheinlich eine Lösung finden wird für die einzelnen Stufen, wie hier Haftung passiert. Derzeit sind die Hersteller noch nicht bereit, hier die Haftung für ihre Systeme zu übernehmen. Es wird aber, das ist zumindest unsere Erwartung, das wissen wir von Marktforschung, ein Thema sein, wenn mein Fahrzeug, das jetzt wunderbar autonom fährt, im Falle, dass es ein Problem gibt, erstens sowieso an mich zurück übergibt, beziehungsweise dann sagt, ich weiß nicht, ja, wird wohl kaum jemand bereit sein, hier die Verantwortung an das System zu übergeben. Das heißt, hier braucht es für den Konsumenten eine klare Antwort. Ja, ein nächster Punkt, und damit komme ich jetzt zum zweiten Thema, das ich vorher erwähnt habe, ist natürlich Datenschutz, vertrauliche Behandlung der Daten, die während des Fahrens aus dem Fahrzeug generiert werden. Hier stehen wir auf dem Standpunkt, dass es dem Fahrzeughalter respektive Fahrer obliegen muss, zu entscheiden, welche Daten hier übermittelt werden und was damit passiert. Moralische Fragen habe ich schon erwähnt. Diese Situation My Car, My Data, das ist eigentlich der Name einer Kampagne, die von unserer Dachorganisation der FIA,
Die machen nicht nur Formel-1-Rennen, sondern sind hauptsächlich eigentlich Public Policy, also die Dachorganisation der Clubs, sitzen in Brüssel und schauen hier, dass die Interessen unserer Mitglieder nicht zu kurz kommen bei sämtlichen regulativen Themen. Und da ist natürlich Datentransfer aus dem Auto ein ganz wichtiges derzeit. Zugang zu Daten in Ihrem Auto, Ihr Auto als Datenquelle. Kommunikation und Datenaustausch, das sind zwei wesentliche Säulen für die Mobilität der Zukunft. Dieses Video zeigt, wie Ihr Auto sich mit der Außenwelt austauscht, heute schon und in Zukunft noch viel intensiver. Die Situation heute: Wenn Sie beim Autofahren eine Panne haben, rufen Sie Ihren Mobilitätsclub oder Ihre Werkstatt an. Die Informationen, die Ihr Auto bereits heute elektronisch speichert, werden ausgelesen. Ihr Auto wird repariert. Die Situation in der Zukunft. Bald wird es möglich sein, in Echtzeit nicht nur Verkehrsinformationen ins Auto zu bekommen, sondern auch Daten über den Fahrzeugzustand permanent aus dem Auto zu senden. Mögliche Pannen können bereits im Vorfeld erkannt und somit Reparaturen rechtzeitig durchgeführt werden. Derzeit entwickeln Autohersteller Technologien, um eine ganze Reihe von Fahrzeuginformationen aufzuzeichnen und per Funk zu übertragen. Die Hersteller kontrollieren diesen Datenaustausch und vergeben Service- und Reparaturarbeiten gezielt an ausgewählte Vertragswerkstätten. Die Problemstellung: Wenn Sie ein Auto kaufen, stimmen Sie mit der Unterzeichnung des Vertrages oft gleichzeitig der Übertragung Ihrer Fahrzeugdaten an den Hersteller zu. Das hat zur Folge, dass viele Autobesitzer nicht wissen, welche Fahrzeugdaten wann gesendet werden und wie diese genutzt werden. Möglicherweise können Sie Ihre Zustimmung zur Übertragung von Fahrzeugdaten nicht einmal zurückziehen, wenn der Hersteller den Umfang der übertragenen Daten einseitig ändert. Denn eine Rücknahme der Zustimmung könnte auch den Verlust erwünschter Dienstleistungen des Herstellers zur Folge haben. Sie würden also gezwungen sein, Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, die Sie gar nicht benötigen. Ihre Kosten könnten somit unnötig hoch ausfallen. Die Verwaltung der Daten. Den direkten Zugang zu Ihren Fahrzeugdaten haben ausschließlich die Autohersteller. Sollten Dritte, also zum Beispiel Mobilitätsclubs oder freie Werkstätten, diese Daten beziehen wollen, müssen sie den Hersteller bezahlen, um Zugang zu diesen Informationen zu bekommen. Ansonsten sind sie nicht mehr konkurrenzfähig. Damit kann das Recht des Konsumenten auf freie Werkstattwahl vom Hersteller nach Belieben unterlaufen werden. Die Forderungen der FIA. Damit Autobesitzer die Kontrolle über ihre Fahrzeugdaten behalten, fordern die FIA und der ÖMTC zum Schutz der Konsumenten. Erstens muss der Gesetzgeber dafür Sorge tragen, dass Sie als Fahrzeugbesitzer vorab über den Zugriff auf Ihre Fahrzeugdaten Bescheid wissen. Fahrzeugbesitzer müssen so lange Eigentümer dieser Daten bleiben und die Kontrolle über diese haben, solange sie Besitzer des übermittelnden Fahrzeuges sind. Zweitens müssen Fahrzeugbesitzer das Recht haben, ihren Dienstleister selbst zu wählen oder diesen wechseln zu können, damit sie Leistungen auf ihre Bedürfnisse abstimmen können. Und drittens müssen Fahrzeugbesitzer frei zwischen Fachwerkstätten, freien Werkstätten oder anderen Serviceanbietern wählen können. Ihr gewünschter Dienstleister soll Ihre Fahrzeugdaten über eine offene und sichere Telematikplattform beziehen können. Eines steht jedenfalls fest: Der Ansturm auf den Zugriff auf Ihre Fahrzeugdaten hat bereits begonnen. Daher muss sichergestellt werden, dass die Verbraucher verstehen, welche Daten weitergegeben werden und wie diese genutzt werden, dass es die Möglichkeit gibt, unter bewährten Dienstleistern zu wählen und dass es offene, standardisierte und sichere Datenplattformen gibt, die für jeglichen Serviceanbieter zugänglich sind. Autofahrer haben das Recht, selbstständig über ihre Fahrzeugdaten zu bestimmen und damit die Sicherheit und ihr Fahrerlebnis zu verbessern. Dieses Video ist jetzt 1,5 Jahre alt, gut, also Herbst 2014. Haben wir das übersetzt, um einmal Bewusstsein zu schaffen für dieses Thema in Österreich. Wir sind damals zum damaligen Konsumentenschutzminister gegangen, gemeinsam mit dem ABÖ, und haben gesagt, hallo,
hier passiert etwas, hier ist ein Thema, das ihr euch anschauen müsst. Es war hilfreich, so ein Video zu haben, um überhaupt einmal eine Vorstellung zu schaffen, was hier passiert. Wobei der Schwerpunkt hier natürlich woanders liegt, und zwar jetzt im Vergleich zum automatisierten Fahren. Das ist ein Thema, wo wir glauben, dass man mit einer transparenten Herangehensweise, es wurde angesprochen, Privacy by Design, Privacy by Default, also ich suche mir aus, an wen ich Daten gebe, vielleicht will ich meine Standortdaten nicht weitergeben in gewissen Situationen, dass man hier auf einen Level kommen soll, wie er beispielsweise im Mobilfunk Standard ist und wie man ihn dort lebt. Das wird aus unserer Sicht derzeit von Herstellern, wie soll ich sagen, teilweise in einer großen Grauzone gehalten. Das halten wir nicht für klug, auch für die Hersteller nicht, weil man damit natürlich die Möglichkeiten, die diese Technologie bietet, auch irgendwo in Verruf bringt, unter Umständen. Also wir halten das nicht für sehr weitsichtig, das zu tun. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Wettbewerbsthema. Sie haben heute das sogenannte Recht auf freie Werkstattwahl. Was macht ein Hersteller? Er schaut natürlich, dass er die Kunden, und das ist heute schon der Fall, das hat nichts mit autonomen Fahren zu tun, ist heute schon der Fall, möglichst in der eigenen Wertschöpfungskette behält. Wenn Sie einen modernen BMW haben, dann werden Sie vielleicht ab und zu einen Anruf kriegen, falls es ein Problem gibt, und eine nette Stimme wird Ihnen mitteilen am Telefon: Wir haben festgestellt, es gibt ein Problem mit Ihrer Ölpumpe. Wir hätten da einen Termin in der Werkstatt für Sie frei. Wie schaut es aus nächsten Donnerstag? Das macht natürlich Sinn, wenn man weiß, dass im Automarkt mehr derzeit im After-Sales verdient wird, also im Aftermarket gemacht wird, als beim Verkauf von Fahrzeugen selbst. Das ist aber eigentlich ein klassisches Wettbewerbsthema. Und als solches ist es auch zu betrachten. Wir vertreten hier den Standpunkt, dass die Nutzer, in dem Fall die Fahrzeughalter, das entscheiden sollen. Haben dazu auch eine Umfrage gemacht. Das ist jetzt die Darstellung einiger recht interessanter Aspekte. Das ist eine europaweite Umfrage, die in 10 Ländern stattgefunden hat. Es gibt grundsätzlich ein sehr hohes Interesse an der Vernetzung bzw. an den vernetzten Fahrzeugen. 52% sagen, sie sind interessiert daran. Haupttreiber ist die Sicherheit. Wenn ich über so ein Fahrzeug verfüge, möchte ich aber, und da gibt es ganz eindeutige Werte, über meine Daten selbst verfügen können. Privacy by Design, Privacy by Default, das entscheiden, welche Daten übermittelt werden, zur Not sozusagen auch den Ausschalter tätigen können und, ich sage es jetzt einmal sehr überspitzt, nicht auffindbar sein oder nachvollziehbar sein, wo ich mich gerade bewege. 76% wollen selbst entscheiden, wann und für wie lange auf ihre Daten zugegriffen wird, und ähnlich hoch die Zahl derjenigen, die selbst entscheiden wollen, wer ihr Fahrzeug repariert. Die Sorgen beziehen sich vor allem auf das Aufzeichnen von Aufenthaltsorten, also Fahrprofile, die derzeit angelegt werden. Das ist derzeit Status, das passiert jeden Tag. Also wenn Sie über so ein Fahrzeug verfügen, dann weiß der Hersteller ganz genau, wo Sie sich bewegen. Warum ist das interessant? Es sind ja nicht nur dumme Aufenthaltsdaten, sondern die derzeit am meisten daran interessiert sind an solchen Daten, sind die Versicherungen. Unter Umständen spielt es eine Rolle, in welcher Gegend Sie Ihr neues Fahrzeug bewegen für die Berechnung der nächsten Prämie. Und natürlich ist es so, dass die Kunden Sicherheit haben wollen, was mit den Daten passiert. Insgesamt sprechen sich 95% dafür aus, dass dieser aus unserer Sicht derzeit Graubereich in Europa reguliert wird. Da sind wir ganz stark dahinter. Das ist auch derzeit mein Hauptberührungspunkt zu dem Thema. Es gibt mehrere Berührungspunkte auf rechtlicher Ebene. Es gibt eine Bestimmung,
in der E-Call-Regulierung, was ist E-Call? Ab 2017 werden alle Fahrzeuge einen automatisierten Notruf drinnen haben. Das heißt, wenn Sie irgendwo dagegen fahren und irgendwo ein Airbag-Sensor ausgelöst wird, dann wird das Fahrzeug automatisch einen Notruf absetzen, um Ihren Standort bekannt zu geben, um eben Fälle, ich glaube, ich habe gestern erst was verfolgt, um eben Fälle zu vermeiden, wo ein Verunglückter erst Stunden später gefunden wird und aufgrund dessen in viel schlechterem Zustand oder gar tot aufgefunden wird. Die E-Call-Regulierung gibt es, dort steht drinnen, dass sich die Kommission bis Mitte nächsten Jahres überlegen muss, ob sie diesen Bereich, wie Daten weitergegeben werden, reguliert oder nicht und mit allen Stakeholdern in einen Dialog eintreten. Sie, jetzt wieder ein Wortdreher passiert, Sie, ITS, nicht Sie ist, das kommt davon, wenn man die deutsche Sprache eingestellt hat, Sie, ITS, das ist ein Stakeholder-Dialog, der derzeit genau zu diesen Themenkomplexen oder unter anderem zu diesen Themenkomplexen stattfindet. Hier geht aber in diesen Bereichen, die ich gerade angesprochen habe, relativ wenig weiter. Es gibt eine Amsterdam Declaration vom Mai diesen Jahres, die noch einmal sagt, dass das ein sehr wichtiger Bereich ist und dass man hier Datenschutz und Privacy berücksichtigen sollte, aber es fehlt an einer entsprechenden Regulierung. Derzeit, wie gesagt, Revision Rahmenrichtlinie, warum erwähne ich das? Typengenehmigungsrahmenrichtlinie, uns hat vor 2 Wochen die Nachricht ereilt, dass hier Deutschland und Österreich gemeinsam eine Initiative pro Privacy by Design, Privacy by Default starten wollen, um das dort hineinzubringen. Schauen wir mal, wie weit das Ganze kommt. Es gibt derzeit im Richtlinienvorschlag keinen Anker, also keinen vergleichbaren Regelungstatbestand, um so etwas unterzubringen. Parallel dazu läuft auch ein Standardisierungsprozess, dann haben wieder die Hersteller angesprochen, wie jetzt diese ganze Datenkommunikation aus dem Auto zu regeln ist. Da ist es derzeit leider auch so, dass die Themen Verfügungskompetenz des Halters über seine Daten eigentlich rausreklamiert wurden. Und wir selbst planen, das Thema auch weiter zu behandeln. Wir werden das in nächster Zeit höchstwahrscheinlich auch medienöffentlich machen, indem wir genau auf diesen Missstand hinweisen, indem wir Beispielfälle vor den Vorhang holen. Das dazu, wir glauben, das ist eine Notwendigkeit, die man einfach auch machen muss, um die Vorteile, die diese Technologie bietet und auf jeden Fall bieten wird, entsprechend den Kunden auch nahe zu bringen. Es bringt nichts, hier etwas in Grauzonen und verschwiegen zu lassen, Man schürt damit nur, verborgene Ängste irgendwo. Wir glauben, dass die Hersteller derzeit hier nicht sehr klug agieren. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Sie haben jetzt zum Schluss da präsentiert, dass der Fahrzeugeigentümer über seine Daten verfügen soll. Warum eigentlich der Eigentümer und warum nicht der Lenker? Fahrzeughalter. Der Fahrzeughalter ist der Lenker. Grundsätzlich der Lenker, Sie können es aber juristisch sehr schwer dingfest machen. Also es ist juristisch wahrscheinlich einfacher, es am Halter festzumachen. Das ist ein reiner, juristischer Grund, Zweckmäßigkeit, den einzelnen Halter in dem einzelnen Fall festzustellen, beziehungsweise Überlegungen, die es auch schon gab, für jede Fahrt das irgendwie extra festzulegen. Also hallo, hier bin ich jetzt, Max Mustermann und fahre mit dem Fahrzeug, ist wahrscheinlich relativ viel Aufwand und nicht zumutbar dem Fahrer, wenn er ein Fahrzeug in Betrieb nimmt. Ist, deswegen wird es nicht gemacht, oder? Es geht ja noch weiter. Was ist mit den Rechten der Mitfahrer, der ihre Daten werden auch mit, oder Carsharing, wie schaut es dort aus, oder bei Mietautos? Also es ist ein ganz komplexes Thema, aber einfach nur jetzt aufzugeben, weil es so komplex ist, finde ich. Nein, überhaupt nicht aufgeben, zu wenig, ja? Ganz im Gegenteil.
Wir glauben, dass das sehr wichtig ist, vor allem, weil ich da die Situation habe. Welche Daten werden denn gesammelt? Es werden über Sensoren, derzeit sind es 70 bis 90, die so ein durchschnittliches Auto verbaut hat, sehr technische Daten transferiert. Ja? Also, wann wurde eine Bremse wie stark in Anspruch genommen? Ist jetzt per se kein aufregendes Datum. Wenn ich das aber wiederum mit anderen verknüpfe, wie ist die Beschleunigung, ja, welche Geschwindigkeit wird gefahren und so weiter, entsteht dadurch natürlich ein Fahrprofil und sehr wohl höchstpersönliche Daten, weil nämlich ein Fahrprofil über den Einzelnen. Wir geben hier gar nicht auf oder möchten das in Abrede stellen. Ich brauche nur einen haltbaren Anknüpfungspunkt, wie ich das bewerkstelligen kann. Wenn ich mich vorher in jedes Fahrzeug per Code anmelden muss, dass ich das jetzt bin und so weiter, wo ich heute reinsteige, meistens nicht einmal nur den Schlüssel reinstecken muss, dann werden sich die Konsumenten schön bedanken. Es ist eine reine Zweckmäßigkeitsüberlegung. Ich sehe nicht. Ich sehe auch einen interessanten Punkt in der Schulung des Endverbrauchers, wie der mit den Systemen umgeht. Also ich war einmal in einem Fahrtechnikzentrum und konnte sehr am Anfang ESP ausprobieren. Und wenn man sich fahrtechnisch in den Grenzbereich begibt eines Fahrzeuges und das ESP dann auf einmal eingreift, jetzt als Fahrer damit zurechtzukommen, dass mein Arsch sagt, das geht sich aus und das ESP sagt, ich bremse aber jetzt, wie reagiere ich in der Situation? Und je mehr von diesen Automatismen da sind, das Fahrzeug greift in meinen Steuerungsprozess ein. Ich habe die volle Kontrolle über das Fahrzeug und bin jetzt nicht gewahr, dass es abbremst, weil der Abstand zu gering wird, beschleunigt, weil was anderes ist. Oder für mich am wahrnehmbarsten diese ESP-Regelung. Das ABS, das mag jeder, aber den ESP, ich glaube, wer den gespürt hat, mag ihn nicht mehr unbedingt. Und das sind Dinge, die den Menschen ja auch beigebracht werden müssen, vielleicht sogar herstellerspezifisch, weil es in jedem Fahrzeug anders verbaut ist. Und wie da eine gesetzliche Regelung getroffen werden kann, um das sicherzustellen. Dass der Mensch, wenn der jetzt von einem Volvo auf einen BMW umsteigt, muss er vielleicht umgeschult werden. Nun, wir bieten das ja in den Fahrtechnikzentren an, dass sie solche Schulungen machen. Das ist sicherlich zu verstärken. Wir haben uns auch selber einen Schwerpunkt gegeben, dass wir erstens bei den Autotests, die wir durchführen im Autotouring, auch in Zukunft berichten werden, welche elektronischen Helferlein hier an Bord sind und wie ich, welche Daten hier übermittelt werden. Wenn Sie heute einen Führerschein machen, kommen Sie mit diesen Sachen automatisch in Berührung, weil Sie in der Mehrphase logischerweise diese Erfahrung auch physisch selber machen. Für alle Älteren, ich zähle mich da selber dazu, für mich war das auch zum ersten Mal der Eingriff ein absolutes Novum, beziehungsweise also mein Überwindungspunkt war bei einer nassen Fahrbahn, wo man schnell ausweichen muss, voll zu bremsen. Ja, was ich eigentlich tue, weil das Antiblockiersystem eh in der Form, ABS-System eh in der Form eingreift. Sie haben recht, Schulungen sind hier sicherlich das Beste, was man tun kann. Man muss es selber erfahren, man muss es auch im Fahrzeug erfahren. Das ist immer das Beste, das lange Erklären hilft nichts. Muss man im Fahrzeug sitzen und das tun. Wir bieten das an. Es würde vielleicht den Fahrtechnikzentren zu viel Geschäft verhelfen, aber wir werden nicht die Forderung stellen, dass das verpflichtend wird. Werden so halbautonom fahrende Fahrzeuge oder autonom fahrende Fahrzeuge außer den eigenen Sensoren nur auf Satellitensignale angewiesen sein oder wird es notwendig sein, dass auf der Erdoberfläche andere Signalgeber angebracht werden, die halt Daten für das Auto liefern? Ich habe vorhin gerade schon die Schwierigkeit angesprochen, dass man ja allein mit Satellitenortung es nicht genau schafft. In vielen Systemen wird derzeit schon in die Straßeninfrastruktur, also testweise, werden hier Systeme eingebaut, die eben genau das ermöglichen. Also das Auto weiß, ich bin jetzt in der zweiten Spur, nicht in der dritten Spur und wenn ich dorthin will, dann muss ich noch einmal wechseln. Wo uns derzeit die Fantasie fehlt, dass man das großflächig in irgendeinem Land in die gesamte Straßeninfrastruktur einbaut. Daher aber auch, und das ist wieder der Rückschluss, Einsatz dieser Systeme
wahrscheinlich in absehbarer Zeit nur auf dem höherrangigen Straßennetz. Da ist es am einfachsten noch von der Handhabung. Ich hätte eine Frage, jetzt ein Ausblick eigentlich. Wir haben Connected Cars und den Individualverkehr. Mhm. Wie ist es mit öffentlichem Verkehr? Also da haben wir ja die U-Bahnen, die fahrerlos fahren und ja, die müssen auch Sachen entscheiden. Wir haben auch einen Fahrer, damit die Menschen sich nicht schlecht fühlen. Gibt es dort schon Beispiele, wie so ein Straßennetz einfach von nur fahrerlosen öffentlichen Verkehrsmitteln benutzt wird, wenn Sie das wissen? Ich habe Ihnen vorher schon gesagt, ich war vor 3 Wochen im Silicon Valley und dort gibt es ja nicht nur Google, die an dem selbstfahrenden Auto basteln, wenn ich es mal so nennen darf. Das, was Sie dort sehen, ist eines. Die herkömmlichen etablierten Autobauer sind eher in der Welt dieser Stufenentwicklung drinnen. Google hat gesagt, wir lassen das gleich, Lenkrad ist ein Blödsinn, braucht keiner, Gaspedale auch nicht. Wir gehen sozusagen das Problem von hinten an. Das spricht durchaus für den Spirit, für den Geist, der dort herrscht und das ist auch, wie soll ich sagen, muss man bewundern, wie das angegangen wird. Es geben aber selbst die Verfechter dieses autonomen Fahrens zu, die positivsten, die sagen, in 5 Jahren funktioniert das und wir werden das haben, dass es dann wahrscheinlich notwendig ist, aus den Innenstädten, aus manchen Bereichen, alle anderen auszusperren. Sprich, wenn nur mal die Roboter fahren, dann fahren nur mal die Roboter, weil sonst funktioniert es nicht. Ein lebhaftes Beispiel aus einer Diskussion, die wir intern hatten mit externen Gästen dazu. Wenn Sie Google Car in Bombay an einer beliebigen Straße hinstellen, dann steht es nach einem Jahr noch dort und wird sich wahrscheinlich nicht bewegen, weil mit den Sicherheitsfeatures, die ein automatisiertes Fahrzeug sehr wohl haben muss, also das bestreitet ja keiner, wird es nicht möglich sein, hier das Fahrzeug in so einem Chaos oder organisierten Chaos in Betrieb zu nehmen. Das heißt, es sind Herausforderungen. Noch sehr entschärft. Guten Tag, mein Name ist Wolfgang Kremser. Ich bin selbst blind und verwende aber auch Google Maps und OpenStreetMap-Karten für meine Orientierung. Ich war vorher sehr interessiert an der Anmerkung, dass also an Verbesserungen gearbeitet wird, dass diese Navigationssysteme genauer werden. Mich würde da einiges interessieren. Sie haben schon angeschnitten, dass vielleicht in den Straßen was eingebaut wird. Das kann natürlich für Fußgänger nicht der Fall sein, aber gibt es von der Navigation her Neuerungen, die interessant sind? Weil wenn ich als sehbehinderter oder blinder Mensch unterwegs bin, sind 17 Meter, wenn das System falsch ist, extrem viel, ja. Und da bin ich schon bei der nächsten Seitengassen. Also, das würde mich interessieren, bitte. Ja, wie schon gesagt, an Verbesserungen wird gearbeitet. Es gibt einige also Firmen, die sich auf Navigieren im Fahrzeug spezialisiert haben, die hier in die Richtung gehen, dass mit dem russischen System, das zumindest das Satellitensystem, das zumindest teilweise etabliert ist, also das GPS mit dem russischen, es gibt auch Ideen mit dem noch immer nicht gestarteten Galileo zu kombinieren. Aus heutiger Sicht gibt es eben noch keine, wie soll ich sagen, ausreichende Sicherheit, um hier Fahrzeuge wirklich zu bewegen, und zwar vor allem im urbanen Raum, wenn sie nicht sozusagen terrestrisch hier in die Straßeninfrastruktur investieren und hier genau Sender, was auch immer, Sendeempfänger, aber Ortungsmöglichkeiten für die Fahrzeuge schaffen. Mir fehlt, das muss ich sagen, aus heutiger Perspektive die Vorstellungskraft, dass wir das irgendwo rasch flächendeckend haben werden, weil es einfach zu viel kostet. Bei der Fahrt mit einem anpassungsfähigen Tempomat ist mir aufgefallen, dass einfach der Abstand zum Vordermann bei der Automatik viel zu groß bleibt, jedenfalls für die Begriffe der nachfolgenden Verkehrsteilnehmer. Und solange wir so eine Mischung haben, dass also ein paar halbautomatisch oder so fahren und die anderen frei,
kann ich mir nicht vorstellen, dass es gut geht. Sie haben recht. Das führt mich wiederum in eine multiethnische Diskussion, die wir in Amerika hatten, die gemeint haben, man sollte dann die zukünftigen Systeme nicht nur auf amerikanischen Fahrstil einstellen können, der ja sicherlich rücksichtsvoller ist als der europäische, sondern vielleicht auch einen italienischen Modus oder einen, oder einen indischen Modus haben. Da werden dann sicherlich die Abstände kürzer, ob es die jeweilige Straßenverkehrsordnung erlaubt ist, sei mal dahingestellt. Ja. Aber das sind die aktuellen Herausforderungen, die aus unserer Sicht auch, wie soll ich sagen, die Annahme dieser Systeme entscheidend wird. Weil wenn Sie sich, sagen wir mal, mit dem System im Verkehr bewegen und merken, dass Ihnen jeder immer vorne hineinfährt und Sie subjektiv das Gefühl haben, immer weiter zurückzufallen, werden Sie irgendwann sagen, wisst ihr was, lasst mich in Frieden, ich schalte das außen vor selber. Ja. Genau. Ich denke, in arabischen Ländern braucht man dann auch ein Spurhalteassistent. Ich weiß nicht, ob Sie da kennt, dieser Volvo-LKW oder ich glaube Volvo war es, der diese Notbremsung zu einem vorausfahrenden Stillstand, also zu einem stillstehenden Hindernis durchführt. Wird es irgendwelche Systeme geben, die den anderen hinten nachfahrenden Normalfahrern irgendwie signalisieren, das ist ein autonom bremsendes Fahrzeug, aufpassen, das kann zur Not auch wirklich super schnell stehen bleiben, so dass der Hintere dann gar nicht damit rechnet, wie schnell es gehen kann. Also der Fahrer könnte natürlich genauso schnell bremsen, aber er tut es nicht. Also jeder kennt es, da passiert einfach ein Auffahrunfall und ich habe wesentlich mehr Zeit, selbst mein Fahrzeug zum Stillstand zu bringen. Das autonome Fahrzeug würde diesen Auffahrunfall verhindern und mich in einen Auffahrunfall hineindrängen, weil ich nicht diese Reaktionszeit habe. Weil die bremsen auch sehr spät. Ne? Ja, Sie sprechen wieder das Problem an, das ich schon erwähnt habe. Wir haben in einem Mischbetrieb, wo ich teilweise Fahrzeuge habe, die von Menschen sozusagen gelenkt und betrieben werden und nur einen Teil an Fahrzeugen habe, die hier sagen wir, teilautonom unterwegs sind, eigentlich die größten Probleme und die größten Herausforderungen. Ja, das wird diskutiert, aber wie machen Sie es dann? Machen Sie ein Schild drauf? Zusätzliche Bremslichter zum Beispiel für die Warnungen, auch wenn noch nicht eingegriffen wird, ne? Ist vorstellbar, wird diskutiert. Sie können einen möglichen Aufbau aber erst dann mit Sicherheit vermeiden, wenn das Fahrzeug, das bremst, mit Ihrem kommunizieren kann. Solange das aber nicht sichergestellt ist und wir werden einen Mischbetrieb haben, also das ist unvermeidlich, weil ich glaube nicht, dass wir in die Situation kommen werden, dass wir sagen, in gewissen abgegrenzten Areas sind jetzt diese Roboter unterwegs und alle anderen bleiben draußen. Diese Fragen werden sich stellen. Ja, das wird diskutiert. Das zweite Interesse, bei einer gewissen Verkehrsdichte wird es nicht mehr nur notwendig sein, dass sie das Fahrzeug auf die eigenen Sensoren verlässt, sondern auch mit anderen Fahrzeugen kommuniziert, weil einfach, wenn zwei nebeneinander autonome Fahrzeuge fahren und jeder entscheidet sich quasi zur gleichen Zeit, einen Spurwechsel oder die Geschwindigkeit zu vermindern oder wie auch immer, gibt es da schon irgendwelche Techniken, dass sich Fahrzeuge untereinander einig werden, wie machen wir das jetzt, ich habe das vor, was machst du, so wie der Fahrer einen Blickkontakt aufnimmt und einfach die Situation relativ leicht klären kann. Es gibt im Rahmen dieser ITS, CITS Forschungen auch, das ist ja auch ein Forschungsprogramm, das auf europäischer Ebene läuft, eine ganze Reihe von Projekten zur Car-to-Car-Kommunikation. Das, was man unter vorgehaltener Hand aber immer wieder hört, ist Folgendes: Solange Sie wie soll ich sagen, alle Systeme, die Sie brauchen, um hier teilautonom, partiell autonom unterwegs zu sein, an Bord haben und die selber betreiben, ist das Ganze relativ sicher, nämlich sicher im Hinblick auf Eingriffe von außen. Sobald Sie mehr Technologie einbauen, die sich auf Kommunikation mit anderen stützt, schaffen Sie damit auch ganz logisch Einfallstore und davor haben sehr, sehr viele Angst. Man hat natürlich auch schon wieder Versuche gemacht und Hacker hier ans Werk gelassen und die haben diese Einfallstore leider recht rasch genützt und dann ist eben das Fahrzeug, das mit ihrem spricht, kein Fahrzeug, sondern vielleicht jemand, der ihnen Böses will und auch falsche Informationen gibt und das ist derzeit dort irgendwo so ein bisschen ein Hemmschuh in Entwicklung. Es wäre technisch mehr möglich, aber
es fehlt ein bisschen der Mut, das zu tun, weil man sich eine ganze Reihe von also Einfallstoren eigentlich schafft. Wir haben gehört von den Daten, die jetzt also hinausgehen an die Server, an die Hersteller. Wenn ich es vergleiche mit Smart Meter, nicht jeder will das haben, dass man sieht, wie so die Verbräuche sind. Es gibt aber eine ganz wichtige Funktion beim Smart Meter, ist zumindest eine, dass der Energieversorger auch den Strom abdrehen kann, wenn die Rechnung nicht bezahlt wird. Und tatsächlich bin ich in so einer Situation, mein Hersteller kann das ja jederzeit mich daran hindern, das Elektroauto in dem Fall aufzuladen, wenn die Batteriemiete nicht bezahlt wird. Das habe ich schon mit unterschrieben. Ist das auch Teil der Agenda, einzuschränken oder festzulegen, was darf man eigentlich in die andere Richtung? Weil das Interface ist ja immerhin in beide Richtungen möglich. Ist sicherlich mit zu diskutieren, ist jetzt ein ganz spezieller Fall, aber ist sicherlich mit zu diskutieren, was ist los, wenn Sie Ihre Versicherungsprämie nicht bezahlt haben? Das darf dann Ihr Fahrzeug außer Betrieb gesetzt werden. Nur als um ein anderes Beispiel. Auch da kann man wieder konstruieren, die hochschwangere Frau muss schnell ins Spital gefahren werden und dann lasst er mich nicht wegfahren. Ne? Ein Kollege von mir war kürzlich Teilnehmer einer von drei Gruppen, die im Zuge eines IT-Security-Audits für einen deutschen Premium-Hersteller getestet hat, inwiefern man in solche Systeme einbrechen und übernehmen kann. Alle drei Teams waren erfolgreich, sind also technisch in der Randbemerkung in ein Bluetooth-Stack eingedrungen ins Auto und konnten das Auto gegen den Willen des Fahrers rechts ranfahren und abstellen. So viel zum Thema Sicherheit, das uns noch lange beschäftigen wird. Und ein zweiter Punkt aus einer früheren Diskussion habe ich entnommen, dass es nicht nur ein Problem ist im gemischten Betrieb mit Menschen, also autonome Fahrzeuge mit fahrerbesetzten Fahrzeugen, sondern auch zwischen den einzelnen Herstellern, weil es unterschiedliche Strategien der Firmen gibt. Und wenn zwei Autos mit unterschiedlichen Strategien kommen, kann es also gerade aus dieser Konstellation unter Umständen zu einer Unfallsituation kommen. Ja. Ja. Noch eine Frage zu Privacy. Wer verhindert, also Privacy kennen wir aus anderen Bereichen ja auch. Also ich kann, also der Hersteller kann mir garantieren, dass er meine Daten nicht weitergibt, aber ich musste ihm eigentlich vertrauen. Ich habe keine Sicherheit, dass das nicht wirklich an NSA oder andere Regierungsbehörden weitergegeben wird. Das ist das eine. Das andere ist, es ist, wie ich es verstehe, die Autohersteller sammeln ja jetzt schon die Daten und theoretisch wäre es ja möglich, dass man automatisch schon einen Strafzettel bekommt, wenn man zu schnell fährt. Gibt es da Möglichkeiten, wie man verhindern kann, dass durch eine Gesetzesänderung die Behörden jetzt Zugriff auf diese Daten bekommen und dann automatisch solche Strafzettel ausstellen? Das Strafzettel ausstellen für, nehmen wir jetzt an, Falschparken, zu schnell fahren, was auch immer, sehe ich persönlich doch noch in weiter Ferne. Technisch wäre es möglich, keine Frage, aber kein Fahrzeug wird verkauft werden, das das tut. Da vertraue ich auf den Markt. Wenn gewahr wird, dass das passiert, gehe ich davon aus. Was mit ziemlicher Sicherheit kommen wird, ist, wenn es Aufzeichnungen gibt, über die der Hersteller verfügt, gehen wir davon aus, dass der Tag nicht mehr fern ist, dass natürlich im Fall von Unfällen, insbesondere mit Personenschaden, auf diese Daten auch irgendwann mit richterlichem Beschluss zugegriffen wird. Das ist aus unserer Sicht derzeit rechtlich auch schon möglich, um zumindest hier, Geschwindigkeit und so weiter wirklich weiterzugeben. Entschuldigung, aber bei der Box, bei der Unfalldatenschreibung, habe ich auch das Recht, es selbst zu löschen. Und ich muss mich ja nicht belasten durch mein Fahrzeug. Und ja. Müsste ich ja auch laut Gesetz jetzt schon das Recht haben, meine Daten zu löschen und dafür nicht heranziehen zu können. Es gibt noch keinen Präzedenzfall, wenn die Daten aber beim Hersteller gespeichert sind und ein
sozusagen ein Gericht das erfährt, ja, dass der Unfall, dass hier die Daten vorhanden sind, glauben wir, dass es sich über kurz oder lang nicht vermeiden lässt, dass diese Daten für diesen Fall übermittelt werden. Aber genauso gilt hier, wir haben das beispielsweise im Detail auch schon hineingenommen in der Resolution bei unserer letzten Generalversammlung im letzten Jahr, also vor ziemlich genau einem Jahr, wie wir gesagt haben, dieser Zugriff von Behörden auf diese Daten gehört geregelt. Man muss das extra betonen. Natürlich, wie gesagt, was ich jetzt ableite, ist aus bestehenden rechtlichen Normen. Hier gehört einfach Rechtssicherheit geschaffen und auch ganz klar gemacht, wann eine Behörde das darf, aber umgekehrt noch viel wichtiger, wann sie es nicht darf. Ja? Und solange wir uns hier im Graubereich bewegen und Sie haben den Film vorhin gesehen von der FIA und politische Verantwortungsträger leider auf einem Informationsstand haben, der neuen Welt nicht ganz entspricht, ist das schwierig. Wir versuchen das Thema anzuschieben und sagen, hier braucht es ganz klar Klärungen, weil man sonst das Thema insgesamt behindert und verzögert und nicht voranbringt, und das kann nicht im Sinne auch der Verkehrssicherheit sein. Das ist eine philosophische Bemerkung, aber in Stufe 5 kann uns das dann alles egal sein, oder? Weil da gehört das Auto vielleicht gar nicht bei mir und die Telemetriedaten sind mir egal, und wenn es einen Unfall verursacht, eigentlich auch. Ne? Stimmt. Kann ich nicht bei Schuld sein. Das war auch ein Argument, weil ich hier Google Car noch einmal hinten sehe, für Google zu sagen, auf diese ganzen rechtlichen Diskussionen in diesen ganzen Stufen lasse ich mich gar nicht ein. Wir gehen es gleich von hinten an, weil dort ist es eindeutig, da muss der Flotten, also der Betreiber der Flotte bzw. des Fahrzeuges für solche Fälle haften. Vielleicht ganz kurz nochmal zu dem vorher angesprochenen. Aus meiner Sicht ist ganz wichtig die Arbeit, die der ÖMTC leistet, die auch wir leisten und die auch andere leisten, im Sinne dessen, dass man einfach versucht, diese Dinge zu erklären. Ich gehe immer davon aus, dass der Gesetzgeber nicht Dinge macht, weil er einfach gemein sein will oder weil er irgendwelche Dinge jetzt deswegen macht, weil er quasi irgendjemanden was zu Fleiß tun will. Ich gehe mal davon aus, dass die Herrschaften, die im Parlament sitzen, eigentlich was Gutes tun wollen. Nur in vielen Bereichen ist es halt einfach so, dass die Herrschaften, die dort sitzen, einfach auch von der Technologie keine Ahnung haben. Woher sollen sie es denn auch haben? Wir haben hier einen ganzen Raum von Technikern sitzen, die durchaus interessierte Fragen gestellt haben. Und jetzt stelle man sich doch einen normalen Politiker vor, der aus einem normalen bürgerlichen Beruf kommt, der hat von dem Alten keine Ahnung. Und die Idee ist natürlich auch, dass man diesen Herrschaften helfen muss und erklären muss, worum es hier überhaupt geht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir das tun, damit man halt versteht, welche Auswirkungen bestimmte Dinge haben. Bei den Strafzetteln mache ich mir auch, glaube ich, weniger Sorgen, weil ich glaube, auch der Politiker möchte nicht, wenn er 140 auf der Autobahn fährt, gleich aus dem Armaturenbrettel den Zettel rauskriegen. Das, glaube ich, versteht er, dass das nicht unbedingt denn jeder haben möchte. Wo ich mir viel mehr Sorgen mache, ist der Versicherungsbereich. Es fängt jetzt schon an, dass man bei Versicherungen günstigere Versicherungen bekommt, wenn man braver fährt. Das Problem ist, wenn alle brav fahren und günstige Versicherung bekommen, dann bleiben ein paar über, die sich die Versicherung entweder nicht mehr leisten können oder die vielleicht gar keine Versicherung mehr kriegen. Also solche Dinge, die machen mir viel, viel mehr Sorgen, weil in solchen Bereichen ist es eher so, dass eine Versicherung eigentlich davon lebt, dass die Mehrheit, die keinen Schaden hat, einer Minderheit, die vielleicht mehr Schäden hat, sozusagen die Schäden bezahlt. Und wenn dieses System ausgehebelt wird, dann hat eine Versicherung eigentlich keinen Sinn. Weil wenn die überbleiben, die sozusagen viele Schäden verursachen, dann habe ich halt ein Problem mit diesen Themen. Also bei solchen Dingen, wo der Autohersteller dann vielleicht die Daten an eine Versicherung weitergibt mit Zustimmung der Fahrer, halte ich für problematisch, weil die Daten dann nicht weitergeben, werden dann wahrscheinlich eingestuft in Problemfälle. Also solche Sachen muss man sich einfach klar machen und verständlich machen, und da muss man halt auch schauen. Ich würde auch gerne sozusagen anbieten, dass wir in dem Bereich gerne mit dem ÖNDC auch zusammenarbeiten, um diese Dinge voranzubringen, und euch auch einladen, bei uns mitzumachen.
ich bin unverfroren. Ich bräuchte sozusagen zwei Dinge als Verein. Die erste Geschichte ist Geld als Mitgliedsbeiträge, weil wir müssen sozusagen die Veranstaltungen auch bezahlen, auch wenn die Sprecher und die handelnden Personen hier gratis sind, aber zum Beispiel die Räumlichkeiten müssen bezahlt werden oder auch die Getränke, die da hinten stehen. Das heißt, es gibt am Eingang ein Anmeldeformular für Mitgliedsbeiträge, für die, die es gerne manuell machen wollen. Oder ein zweites Formular, und da möchte ich mich gerne beim Alfons Barowski und der Firma APHS bedanken, wo man auch Feedback für die heutige Veranstaltung geben kann mit dem QR-Code da oben, beziehungsweise sich hier anmelden kann mit dem roten QR-Code, wenn man es elektronisch machen möchte. Für diejenigen, die es gerne im Notebook eintippen wollen würden und sich mit dem QR-Code nicht auskennen, es steht unter dem QR-Code die URL, die man auch im Browser eintippen kann, für diejenigen, die damit Probleme haben. Gut, dann möchte ich mich ganz, ganz herzlich beim Herrn Wiesinger bedanken dafür, dass er heute kurzfristig eingesprungen ist, okay, und beim ÖAMTC dafür, dass er für den Vortrag bereitgestanden ist, und bei allen, die heute hier teilgenommen haben. Gibt es noch? Ja, ich wollte nur fragen, ob wir schon nicht bei uns üblich ist, ein PDF des Vortrags bekommen würden. Dankeschön. Völlig. So. Dankeschön, wir haben auch aufgezeichnet, möchten wir auch ganz herzlich bei Michi Ebner bedanken, der schon die letzten drei Male die Vorträge jeweils aufgezeichnet hat. Wir werden das dann auch auf dem YouTube-Channel zur Verfügung stellen, für diejenigen, die es gerne nachschauen wollen oder die es heute nicht Zeit hatten, vorbeizukommen. Und ansonsten stehen hinten Getränke bereit, und ich würde euch bitten, einfach bedient euch selbst und bitte untereinander austauschen, diskutieren weiter. Ich hoffe, der Herr Wiesinger hat noch ein bisschen Zeit, dass er noch ein bisschen da bleibt bei einem Glas Wein. Dann können wir auch noch quasi bilaterale Gespräche führen. Dankeschön fürs Vorbeikommen.